Wenn Sie kurz noch warten, bis die Kollegen sich entschieden haben, ob sie da bleiben wollen. Wenn Sie zügig den Raum verlassen, falls Sie nicht der Schlussrunde beiwohnen wollen. Ja. Bei der AfD weiß man immer nie, ob sie bleibt oder ob sie geht. So, Herr Kollege Kahr, Sie haben jetzt das Wort. Und dann erlauben Sie mir abschließend noch eine Bemerkung. Man muss im Deutschen Bundestag ja auch gesellschaftliche Debatten führen. Und dieser Haushalt führt so eine Debatte, ob wir in einem sozialen und gerechten Land leben. Wir müssen aber auch eine Debatte darüber führen, was wir in diesem Land tolerieren und akzeptieren wollen. Und wenn ich mir das angucke, was ich von der AfD diese Woche gehört habe, dann haben wir festgestellt, dass sie die Reichen fördern, dass sie sich hier hinstellen und nicht wollen, dass die Rente weiterhin umlagefinanziert abgesichert wird. Gleichzeitig ist es so, dass sie hier austeilen können und diese Gesellschaft spalten und trennen. Wenn Sie denn dann mal eine klare Ansage geben, dass es bis hierher geht und nicht weiter, dass Menschen in diesem Land, egal welchen Geschlechts, welcher Religion, welcher Rasse, hier gleich und anständig behandelt zu haben werden, wenn Sie wissen, dass wir hier nicht spalten, keinen Hass sehen wollen und zusammenbleiben, und man das der AfD sagt und die AfD auszieht, finde ich, da muss man in dieser Gesellschaft einen Diskurs darüber führen, was wollen wir uns erlauben? Wollen wir das, was in Chemnitz ist, wo diese Herren die Wegbereiter sind, für Menschen, die mit dem Hitlergruß grüßen, für Menschen, die als Mob durch die Gegend laufen, wo man Angst hat, wo es Skinheads und national befreite Zonen gibt? Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Deswegen braucht keiner die AfD. Deswegen braucht jeder einen vernünftigen Haushalt. Und das werden wir gemeinsam hier zeigen, dass dieser Staat handlungsfähig ist. Vielen Dank.